Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, diesmal geht es ein bisschen um die Dungeons wegballern. Ich habe mir ganze 30 Pilze angespart. Ja, ich bin bei 113 Dungeons. Ich bin jetzt mal gespannt, was so drin ist. Und ja, nochmal ganz kurz davor ein paar Infos. Ja, ich bin nächstes Jahr in der Kursstufe 1. Vielleicht wissen es schon einige. Und ja, deswegen habe ich auch auf S18 aufgehört zu pilzen, weil es um Folgendes geht, denn ich werde Kursstufe 1 und Kursstufe 2 vollkommen aufhören mit Jackson Fidget. Das werden jetzt einige vielleicht schade finden, hoffentlich, weil vielleicht mal manche vielleicht meine Videos gemacht haben, denke ich mal. Ja, allerdings bin ich nicht für immer weg. Das heißt Folgendes: Ich werde mir aufgrund der langen Inaktivität wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 2 Jahren ein Infovideo raushauen, wenn ich mir dann einen neuen YouTube-Kanal erstelle, wo es laut derzeitigem Stand vermutlich nur um Shacks und Fidget geht. Das heißt, ich fange einen neuen Server an und werde richtig schön durchpilzen. Und dann werde ich aus mal meinen ersten Char auf Level 300 erschaffen. Das wäre auf S18 auch passiert, wäre eben nicht der Zwischenfall mit der Kursstufe gewesen. Weil da geht es ja dann schon richtig zur Sache in der Schule. Und da will ich dann auch gut abschneiden, um später irgendwie studieren zu können oder was auch immer. Und ja, deswegen muss ich eben die Computerzeit extremst verringern, beziehungsweise auf null eben. Und da sind die Stunden, eine Stunde 40, also die 100 ALU nicht mal drin. Und ja, dann würde ich mal sagen, tun wir das doch wenigstens gut abschließen. Indem wir jetzt mal richtig viele Dungeons wegkloppen, hoffe ich mal. Ich habe zwar nur 30 Versuche, aber immerhin werden bestimmt einige fallen und ja, mal schauen. Gut, falls ihr meine Videos gut findet, dann könnt ihr ja mal noch nicht deabonnieren, weil irgendwann wird auf je hundertprozentig ein Infovideo kommen, wo in der Beschreibung der neue Kanal ist und wo dann in, ja, eben in genau 2 Jahren, das heißt 2014 erst, es richtig losgeht. Ja, muss ich mal schauen, ob es dann immer noch Shakes und Fidget überhaupt gibt, einen neuen Server, was weiß ich. In 2 Jahren kann ja viel passieren eben. Allerdings, wenn ihr mich jetzt gemocht habt, werdet ihr mich in 2 Jahren bestimmt immer noch mögen, beziehungsweise die Videos, denn da geht's eben, wie gesagt, richtig ab. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall noch auf dem Kanal dran. Wenn nicht, dann war eine schöne Zeit mit euch. Und ja, dann will ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an mit, naja, nicht wirklich, einfach lange Rede so. Und jetzt geht's aber erstmal mit den Dungeon wegballern los. 6,5 Millionen Leben, 6, 30% Crit und eine schöne Spanne. Ach ja, ich habe hier ein Klo-Epic bekommen, da ich ja eigentlich mein Glück im Klo kenne und eigentlich nichts bekomme, habe ich gedacht, okay, ziehe ich halt mal an dem Hebel ohne euch. Und ja, da kam doch was raus, genauso wie hier die zwei ja auch, aber ich glaube, das habe ich aufgenommen beides, das ist richtig awesome. Ich habe jetzt noch 1 Million zu verskillen, ja, und der Rest kommt dann mal in Geschick. So, jetzt den Rest noch hier in Intelligenz, vorausgesetzt, wir schaffen diesen Geschickgegner. Dann kommt nämlich der Intelligenzgegner. Und ja, als erstes machen wir noch einen Arena-Kampf. Und wir sind in der Stadtwache, das ist allerdings nicht das Problem, das sollten wir schaffen, hoffentlich, sonst wäre das nicht so der beste Start. Okay, er startet mit einem Crit und noch ein Crit, aber ich mache auch einen Crit, das ist nicht schlecht. Alter. Oh, das ist natürlich schade, aber er macht nur Crits, also sie macht nur Crits, das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, sie hat 36% gehabt, wen habe ich denn gerade angegriffen? Hier. Ja, 37%, aber na gut. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns zwar keinen an, aber ja, das sieht doch nicht so schlecht aus. Oh ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Pilze rausschauen muss, weil, oh, das ist sehr knapp, verdammt. Weil ja, ich will ja den nächsten auch noch schaffen, aber dadurch, dass dieser hier eben ein Kundi ist, ist das nicht vorausgesetzt, dass er fällt. Das ist das Problem, weil die können einfach mal eine ewig lange Ausweichchance haben. Ey, aber ihr wollt mich doch verarschen. Wehe, der liegt nicht. Alter, ich habe jetzt keinen Bock, so lange die scheiß Pilze angespart zu haben, damit der nicht liegt. Also jetzt mach dich noch nicht lächerlich. Alter Schwede, du willst mich doch jetzt echt verarschen. Schauen wir uns mal einen Kampf an.
Er macht sogar mehr Schaden, aber das, nee, eigentlich nicht, weil ich ja eigentlich eine große Spanne habe. Wenn ich ab und zu mal kritte, sollte er eben hier, schaut mal, ja, Schaden, Alter. Wieso habe ich gerade, Alter, ach, egal. Ich will jetzt nicht so cool irgendwie rumkommen, aber na gut. Also, eigentlich sieht das ziemlich ausgeglichen aus. Wenn der jetzt nicht so viel ausweicht und ich ein bisschen mehr kritte, sollte ich eigentlich da locker Chancen haben. Aber dafür muss ich halt viel kritten und eher wenig ausweichen. Und ja. Ja, Alter. Dankeschön. Mein Gott. Jetzt habe ich 20, nee, 21, weil ich ja noch einen Kostenversuch hatte. Versuche für diesen blöden Quälgeist ausgegeben. Allerdings, oh ja, ein ganzes Level up. Nicht schlecht. Und jetzt hoffe ich, dass ich die letzten 10 Versuche wenigstens auch noch was wert sind. Weil, naja, Krieger haben es relativ leichter, also eher leichter gegen Endgegner wie gegen Stärke oder Geschick. Ja, und ich hoffe mal, dass ich da auch ganz gute Chancen habe. Wenn ich da jetzt ein- oder zweimal kritte, sollte der eigentlich nicht so das Problem sein. Ja, also wenn ich da jetzt ein-, zweimal kritte, das sollte echt gut möglich sein. Die können wir uns auch gerne anschauen. Ah, wenn er kritte, passt das leider nicht so. Mal schauen. Okay, wenn er anfängt, ist es auch nicht so toll, aber ja, jetzt kritet er schon. Oh, jetzt kritte ich aber auch. Das könnte was werden. Komm, krit. Ah, wenn ich gekritet hätte, wäre das vielleicht was geworden. Aber ich hab nicht. Also 30% Crit gegen. Ja, das ist auch wahrscheinlich ziemlich hoch. Allerdings hab ich höher. Und jetzt, wenn ich jetzt aushalte und jetzt kritte. Aber ich kritte nicht. Also wenn das ein Crit wäre, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der down gewesen wäre. Schade. Habe ich das Mikro an? Ja, das habe ich, Entschuldigung. Ich meine, ich habe meinen Pokémon-Part aufgenommen, der nächste kommt auch irgendwann demnächst. Und da habe ich außerdem 42 Minuten lang nicht das Mikro an gehabt. Das ist ja ärgerlich. Aber ihr werdet es schon selber sehen. Ach komm schon, jetzt will ich den aber auch noch schaffen, Mann. Der hat echt. Ah. Also es könnte echt liegen, wenn ich ein-, zweimal kritte. Aber bis jetzt habe ich, glaube ich, nur einmal gekrittet in den Versuchen davor. Ich aushalte, komm schon. Na, jetzt kritet er, dann kann ich natürlich nicht aushalten. Drei Versuche haben wir noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, also jetzt natürlich, ob er liegt oder nicht. Nicht irgendwie erst anschauen, dann euch selber spoilern. Ah, oh, wenn der ein Crit wäre, dann hätten wir 100 pro Daumen gehabt. Okay, wir fangen mit dem Crit an, das sieht nicht schlecht aus. Gut, ich drück die Daumen. Ich drück echt die Daumen, weil es sieht echt nicht schlecht aus. Soll den aushalten, jetzt Crit bitte. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Okay, jetzt allerletzter Versuch. Allerletzter Versuch. Noch einen Arena-Kampf haben wir wahrscheinlich nicht Zeit, ne. Okay, komm schon. Drückt auch die Daumen, Mann, der soll liegen. Der soll bitte liegen. Weil, also, Chancen habe ich absolut. Okay. Aushalten. Jetzt Crit. Jawohl! Yes, und sogar ein Epic beim letzten Versuch. Wer hätte das gedacht, Leute? Hammer nice. Dann hat sich das ja mal richtig gelohnt, weil den nächsten Gegner hätte ich sowieso nicht geschafft, weil das ein scheiß Gegner, scheiß Stärke Gegner ist. Oh. Aber jetzt fällt mir noch richtig ein Stein vom Herzen. Ein richtig geile 150er Epics. Wow, das ist echt awesome. So, das ist auf jeden Fall eine. Würdiger Abgang, sage ich jetzt mal. 231, da habe ich ganze drei Level gemacht. Insgesamt. Ziemlich cool. Was ist in der Gilde? Oh, da ist ein Arena-Kampf. Den tun wir auch noch als Abschluss machen. Und ja, ich muss echt sagen, es war eine richtig geile Zeit. Ich habe meinen Kanal extremst pushen können. Allein dadurch, dass ich eben Shakes und Fidget-Videos mache. Und wie gesagt, wenn ihr noch weiter was von mir erleben wollt. Zwar erst in 2 Jahren, 2 Jahre sind echt viel, aber wir können schneller rumgehen, wie ihr denkt. Hoffe ich zumindest für mich selber auch, weil ich habe richtig Bock gerade auch wieder auf das Game. Aber ja, geht halt leider nicht, ne? Ich meine, ich arbeite da richtig oft, auch in den Ferien, dann habe ich schön viel Cash. Dass ich natürlich nicht alles in Shacks und Fidget reinstecken werde, das wäre ein bisschen dämlich. Aber ich denke, da kann ich mir schon ein bisschen was leisten. Und ja, jetzt soll ich mich vielleicht ein bisschen mehr überspringen. Wir kämpfen gegen Kal kämpfen, nicht kämpfen. Gegen Calvet Manus. Ja, also wie gesagt, in einem Jahr oder irgendwann, wenn wir einen gescheiten Namen. Ah ja, genau. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie denn der neue Kanal heißen sollte. Ich lasse mich da sehr gerne inspirieren.
Aber ich muss auch, jetzt bin ich auch dran. Ich muss mal schauen, wie ich ihn nenne. Noch habe ich keine konkreten Vorstellungen. Vorstellen. Wenn doch, Vorstellungen. Wie der heißen soll. Oh Gott, ich bekomme mir ordentlich auf die Fresse von einem 205er. Nicht gut. Komm, Grit, jawohl. Halbe Leben, das ist nochmal ganz gut gewesen. Ja, schreibt in die Kommentare, wie der neue Kanal heißen soll. Ja, weil 2 Jahre inaktiv und dann weitermachen auf dem Kanal, da will ich doch lieber neu anfangen. Das kommt dann, denke ich, besser auch rüber für den ganzen Kanal einfach. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele denn noch da bleiben werden. Wenn ihr sagt, okay, in 2 Jahren, nee, da ist mir einfach zu lang, kann ich natürlich verstehen. Ist ja auch eine lange Zeit. Dann wäre es gut, wenn ihr schon mal direkt deabonnieren würdet. Obwohl, nein, ich meine, Pokémon Let's Play kommen noch in den Sommerferien. Meine Sommerferien gehen bis zum 10. September. Aber dann werden erstmal keine Videos kommen. Zumindest Jackson Fidget war das jetzt das letzte Video fürs erste. Eben. Und ja, wenn ihr sagt, okay, 2 Jahre sind mir zu lang, du bist zwar vielleicht, hoffe ich zumindest, ein ganz guter Let's Player gewesen, hoffe ich mal. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal euer Feedback jetzt über die Zeit, die ihr jetzt hier wart und mich ein bisschen kennengelernt habt, in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Und ja, es ist ja kein Abschied, sondern ein Auf Wiedersehen. Das heißt, man sieht sich in diesen nächsten 2 Jahren zwar nicht, aber dann wieder. Und dann geht's auch ordentlich los. Und aber auch an wir, die wir gerade in der Arena nicht bezwungen haben. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch kurz sagen soll. Ich tue mal ein bisschen schneller vorspulen. Ich habe das alles eigentlich nur so lange durchlaufen lassen, weil ich eine ganze Worte noch loswerden will. Also mir hat echt unglaublich viel Spaß gemacht hier, die ganzen Videos zu produzieren. Hätte auch gerne mehr gemacht, aber so ab 200 gibt es halt einfach nicht mehr so viel zu zeigen, weil die Dungeons meistens eben nur bei der Levelbremse machen und die dauern eben 2 Monate mindestens. Und oh, Iron Maiden hat sich sogar noch besiegt. Hammer nice. Ja. Vielen Dank. So, das war's dann eben von mir. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, in absehbarer Zeit, dann bleibt dran. Wenn nicht, klickt bitte deabonnieren, weil ich meine, es bringt euch ja nichts mehr auf dem Kanal noch zu sein, wenn ihr eh nicht mehr, keine Videos mehr von mir sehen wollt in den 2 Jahren. Also, ja. Und ja, also mir hat es echt Spaß gemacht, also jetzt zum 5. Mal bestimmt schon sagt. Und man sieht sich in den nächsten 2 Jahren. Hoffentlich werden noch einige da sein. Mir hat es nämlich sehr Spaß mitgemacht mit euch, ihr seid echt toll. Ich habe es zum 10. Mal gesagt. Aber, naja. Bis dann, Leute. Tschö, tschö.